Willkommen zurück zu Hyrule Warriors. Yay! Wir sammeln gerade Kills. Also weiter geht's. Und müssen dann noch Impa besiegen, um den Arang in dieser Mission hier zu kriegen. Bin jetzt bei 433 gerade. 625. Oh, es wird. Impa ist weiterhin in der Beyblade-Attacke drin. Das macht ja auch Spaß, sie da drin zu halten. Warum sollte man das nicht tun? Ja, solange sollte ich mich nur damit zurückhalten, Impa in normalen Attacken reinzutun, weil... sie hat doch deutlich Schaden genommen. Dann schwitzt sie den gleich weg, ja. Ja. Dann nehmen wir die Mittelfestung mal zurück ein, die wir von den Gegnern extra haben einnehmen lassen, damit wir mehr Kills kriegen. So, Link hat 500 Kills, das heißt, gleich haben wir es geschafft auf 20. Ja. Dann ist es geschafft und du kannst Impa töten. 690, 697. Das ist komplett gesichtet, jetzt hat die Mittelfestung zurückerobert, jetzt kannst du sie töten. Natürlich sie mit riesen Tanto. Huck, bock, zack. Bam, boom, batz, hat leider nicht ganz gereicht. Doch, hat gereicht. Mission sogar Erfolg. Gold. Der Finisher. Ein Brustpanzer. Ja, wir haben den Brustpanzer, das heißt, wir können jetzt endlich... Uns fehlt immer noch einmal Agoroks Blut, aber wenn wir noch einmal Agoroks Blut haben, dann können wir endlich alle Masken der grimmigen Gottheit geschmiedet haben. Damit alle endlich ihre drei Spezialleisten haben. Wird ja auch Zeit. Und ein neues Kostüm. Yay, für Santo. Juhu, wir können Santo umfärben. Ja. Mehr Farbänderungen. Das ist lustig. Vor allem, weil Santo ja so schon bunt ist. Ja, ich denke mal, sein Master Quest Kostüm wird nicht ganz so bunt sein wie sein normales Kostüm. Vermute ich jetzt einfach mal. Pling! Aränge. Yay! Gesamtwertung A. Ja. Schattensäbel. Etwas Brustpanzer, sehr gut. Ja. Sammeln nimm es gerade Schwerter und Müll. Und Müll vor allen Dingen. Ja, Standard Master Quest Kostüm für Santo. Yay. Ja, ne? Gleich dann zwei Daumen hoch. Schauen wir mal, wo wir weitermachen können. Dann arbeiten wir uns wohl mal hier hinein mit einer Grabklaue. Buddel, buddel. Buddel, buddel. Eine Treppe. Belohnung wurde freigeschaltet. Ja. Hier kriegen wir für Midna was? Besiege die feindlichen Truppen und die Verräter. Beim Zeitdruck, oh nein. Ja. Was sollen wir nur tun? Begrenzt auf Midna. Ja, das ist jetzt nicht so kritisch. Ich bin in letzter Zeit fast immer begrenzt. Ja. Ich kann mir nicht mehr aussuchen, mit wem ich spiele. Aber dafür sehen wir so ziemlich alle Charaktere des Spiels immer wieder so verteilt. Ja, mit Erfahrung plus und Materialbonus dagegen kann man nicht meckern. Nö, da kann man wirklich nichts gegen sagen. Dann nehme ich in dieser Mission hier einfach mal... nehme ich mir mal... Du hast so die Charaktere auf der rechten Hälfte schon sehr selten gespielt in letzter Zeit. Ja, das stimmt. Ich nehme Ilya. Oh mein Gott. Und dann mit dem Taktstock. So unpassend. Ganz was Merkwürdiges. Ja. Sieht gut aus? Fragezeichen. So, nehmen wir den. Ja. Warum nicht? Und wenn du L drückst, folgt die Kamera automatisch einem Feind. Ich kann das Bild nicht wegschalten. Oh, es ist beides mal das gleiche Bild mit Volga Volga. Na, Volga Volga. So ist er anvisiert, so ist er nicht anvisiert. Ja. Die Pfeile sind kaum zu unterscheiden, aber egal. Der eine ist rot. Der andere ist gelb. Ja. Zwei Feen, zwei Barrieren. Blitzfee holen, um Feuerfee zu holen. Kennen wir auch irgendwoher. Alles machbar. Ja. Alles auch breit machbar. Und dann laufen wir in die gleiche Festung. Dun, 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 dun. Dann gehe ich einfach weiter. Ja, nur die eine Festung hier lag ja auf dem Weg zu allem. Ja. Für uns beide. Ein Teil der Truppen von Zia macht Mist. Die Moral der Verräter steigt, oh nein. Ja. Enorm. Oh, Moral erhöht. Vorne haben wir noch ein Gipto. Erhöht über die Festung, um die Radelsführer zu finden. Radelsführer? Warum immer so viele Radelsführer? Das Spiel mag einfach Radelsführer. Ja. Zumindest auf der Masterquest-Karte ganz offensichtlich. Dun, dun, dun. Ja, da haben sie auch gedacht, das ist ein total tolles Gimmick. Leider waren sie da nicht so ganz richtig mit, aber sie dachten, das wäre ein ganz tolles Gimmick. Mit Radelsführern. Dann nehmen wir mal die Südoase ein, da gibt es auch eine Fee drin. Von daher scheint mir das Sinn zu machen, die einzunehmen. Ja. Tornado. Gibt schlimmere Ideen. Ja, finde ich auch. Ich nehme einfach die ohne Elementarbarrieren ein. Kümmerst du dich um die drei mit den Feen und den Elementarbarrieren? Mach ich. Ich kümmere mich um die anderen drei. Ist eine gute Arbeitsteilung. Festungskommandant gesichtet. Dun, dun, dun. Fee Nummer 1. Welche haben wir denn hier? Die Blitzfee? Ja. Sieht stark nach der Blitzfee aus. Ja, du brauchst ja die Blitzfee, um die Feuerfee zu kriegen. Von daher. Dann gehen wir direkt mal an die Blitzfee.
Wir nutzen die Blitzfee und nehmen damit die Südwüstenfestung mal wieder ein. Oh nein, Schlussrum haben sie auf den Weg gemacht. Oh nein. Sie dürfen nicht unsere Hauptkette einnehmen oder sonstigen Unfug machen. Außerdem wurde ein Verräter gesichtet. Hallo, Verräter. Der Verräter mag mich nicht. Der Verräter rennt einfach weg von mir. Halt nicht. Kämpfer gegen wen anders, Verräter. Na, der Zürcher wurde entdeckt. Das ist schön. Und die Einheit des Verräters wird jetzt erschlagen. Außerdem wurde der Magiedieb getötet. Der arme Magiedieb. Du bist jetzt immer so nützlich. Ja. So, und da haben wir die nächste Fee. Und ein Rädelsführer wurde entdeckt. Wow, er ist sogar direkt neben mir gespawnt, ohne irgendwelche Verzögerungen. Das heißt, ich kann ihn direkt bekämpfen. Die sind selten bei Rädelsführern. Der Magiedieb hätte mir immerhin das ganze Fünftel Magie weggenommen, was ich gefunden habe. Ich habe gerade sogar Magie vollbekommen, aber er ist vom Rädelsführer. Ja. Wie sieht's denn hier in der Mittelfestung aus? Sind hier irgendwelche Da wollte ich gerade hin, weil du musst dich ja um die Barrieren kümmern. Dann mach du das. Ich finde auch die übrigen Rädelsführer. Dann gehen wir schon mal auf die Feuerfee, dann da oben wollen wir die nächste Festung welche einnehmen. Und irgendwo unterwegs sind da vorne noch Goldschweißer. Hier ist aber ein Flammengiptor drin. Ja, hier ist auch ein Goldschweiß-Flammengiptor. Ich mach mal gerade eine Spezialattacke. Boah, jetzt mein Flammengiptor sowieso gerade weggeworfen. Und die Spezialattacke einsetzt ist mir aufgefallen beim Taktstrahl-Spitze tatsächlich ein bekanntes Lied. Aber halt auch wirklich nur bei der Spezialattacke. Ja, da hat man genug Zeit, ne? Ja. So, Nordoase wird erobert. Also wurde mal wieder das Silberhuhn gesichtet. Ja, direkt vor meiner Nase. Ich mache gerade einen Finisher auf das Silberhuhn. Besiege das Silberhuhn. Warum sollte ich? Ah, Silberhuhn, geh weg. Ich will dich nicht besiegen. Silberhuhn, geh weg. Als hält der Truppen von Sheik rück gegen Xia vor, glaube ich. Sieh es mal lieber an, damit ich weiß, wo es ist. Und Spezialattacke. Hier kommt ein Verräter entgegen. Das ist Kommandant gesichtet. Spezialattacke. Nein! Ich wollte eine Spezialattacke machen, aber ich hatte irgendwie keine mehr übrig. Verräter, komm her! Mond! Meine Leiste war so gerade eben unter Spezialattackenniveau. So, und damit wurde die Kiste freigelegt. Logischerweise deine Kiste. Also, du musst hier. Mond! Du musst gleich hier hochkommen, um die Kiste einzusammeln. Allerdings, Vorsicht, da ist ein Silberhund drin. Was sehr, sehr aggressiv ist. Der Mond hat den Verräter erschlagen. Welche Ironie des Schicksals. Ja? Ja. Was hatte der Verräter denn vorher mit dem Mond zu tun? Weiß nicht, göttliche Intervention und so. Er wurde okay. Göttlich dafür bestraft, dass er seinen Anführer verraten hat. Ah, okay. Das ist natürlich Ironie des Schicksals. Zumindest wenn Midna vorher sein Anführer dann war. Ja, dann gucken wir mal in die Flussfestung und nehmen die auch noch ein. Was habe ich, glaube ich, gerade Flammengipto-Asche bekommen. Können wir, glaube ich, gebrauchen, ja. Flammengipto-Asche ist gut. Die meisten Sachen sind gut, außer die Dinodorus-Handschuhe. Ja. Die sind überflüssig. Ja, und ich glaube, die Moblin-Großschilde. Ja, und Moblin-Großschilde, genau. Die sind auch sehr, sehr überflüssig sogar. So, Silberhuhn, geh weg, ich will an die Schatzruhe, danke. Ein Rivalsführer wurde entdeckt. Das stand mir im Weg, also habe ich das Huhn einfach mal genommen und weggeworfen, weil Midna kann das ja. Ist praktisch, wenn man das kann, ja. Ja. Ah, ein Herzcontainer. Kling, yay. Mit dem Touchdown kann ich in erster Linie fest an einer Stelle stehen und verwundbar sein. Ja. Rivalsführer wollte mich direkt angreifen, als ich aus der Animation hier rausgekommen bin, aber er hat es nicht geschafft. Muah. Ja. Wie sieht's mit Kills aus? Ich habe 473. 459. Okay, dann brauchen wir noch ein paar. Ja. Sind wir noch nicht mal bei 1000? Oh nein, die Gegner haben eine Festung wieder zurückgeholt. So fuck, ich kann mir mal Kills holen. Ja. Aber ich schätze mal, dass wir hier unten auch noch einiges erleben. Es war auch mehr ein sarkastisches Oh nein als. Hier ist übrigens ein Dinodorus. Wetten werden noch angenommen, aber jetzt Silber droppt. Es ist. Nein, es war rot. Ja, das ist sicher ein Bossmaterial fallen, das glaubt ihr nicht. Ja. Es ist selten, aber er hat's getan. Meine auch. Noch ein Dinodo. Es gibt so viele von den Mistviechern. Ja. Ich verstehe es nicht. Oh, nochmal Bronzematerial. Da kommen so ganz viele leuchtende Gegner auf mich zu. Laut Karte. Schauen wir doch mal, was da so alles noch auf mich zukommt. Gegnerischer Boss ist Sheik. Sonne rechts sein. Ja. Vielleicht gibt Sheik uns ja seinen Kunai. Mal wieder. Das wäre nett von ihm. Kunai sind immer willkommen. Und irgendwann dann überflüssig und dann ärgern wir uns. Ja. Aber bis jetzt sind sie erstmal willkommen. Und noch eine Flammengipto-Asche.
Und jetzt sind wir zusammen bei 1100. Wir haben es bald. Wir bewegen uns in die richtige Richtung. Ja, in dem Moment, wo Flamm gibt und mich gefreezt hat, hat mich auch gefreezt, habe ich ihn getötet. Von daher lag da seine Leiche, ist neben mir tot zusammengesackt, während ich in der Luft festgefroren war. Auch sehr schön. Das hat was Ironisches. Ja. Ich kann mir erstarrt seine Leiche angucken. Ja. Der Sondereinheitsanführer ruft immer noch nach Verstärkung. Immer noch. Ui, ah, ja. Das stört. Ich hab gar nicht mitgekriegt, dass ich überhaupt auf, auf der Stage war. Ich auch nicht. Es ist ja schlimm, dass der Sondereinheitanführer hier Truppen ruft und so. Spezialattacke. Magie. Ja, der Sondereinheitsanführer ist auch tot. Also. Sehr schön. Oh, und hat nochmal Flammen gibt du Asche hinterlassen. Also da kann man sich nicht drüber beschweren. Und jetzt haben wir die Kills zusammen. Ja, dann kann ich ja Sheik jetzt töten. Ja. Puh, ich habe 666 Kills, ich töte einfach nichts mehr. Magie. Das ist glaube ich immer noch irgendein Verräter bei uns oben vor dem Hauptquartier. Oh, aber ist egal. Finisher. Nee. GG. Jetzt ist der Verräter nicht mehr da. Schicksturban. Wir haben Schicksturban bekommen. Yeah. Der Sieg war mir vorherbestimmt, sagt Sia. Noch ein Schicksturban. Wieder wurde einfach einer aus der Richtung geschoben. Das ist jetzt glaube ich der vierte Schicksturban, den wir im gesamten Spiel erhalten haben. Nachguck. Ein Kostüm! Yeah. Für sie selbst. Das Kostüm anhalten. Ja, ein sehr schönes Kostüm. Ein neues. Wunderbar. Ich mag mitten das neues Kostüm. Deine Haare pulsieren. Ja. Ich bin mal gespannt, wie ihr Kostüm aussieht. Da kann ich mir so gar nichts drunter vorstellen. Die trägt doch nichts. Ja gut, Ruto ja auch nicht. Ja schon. Die hat sowas ähnliches wie Klamotten gekriegt. Weil die ihre Schuppen halt als so Kleid angeordnet wurden. Aber die hat halt keine andere Maske und andere Haare kriegen. Vielleicht eine andere Hautfarbe. Mein Gott, wir müssen mal wieder Stäbe wegwerfen, aber schon lange nicht gemerkt haben. Nee, man sieht's Davon auch. Kriegen wir in letzter Zeit so selten welche. An dem ganzen Müll, der hier drin angelagert wurde. Ja. So, jetzt müssen wir erstmal wieder für eine ganze Weile nichts da wegschmerzen. Hier haben wir so viele gute Stäbe inzwischen, dass man sich schon gar nicht mehr sicher ist, was man überhaupt wegschmeißen will. Den da zum Beispiel. Ja. Schicksturban, außerdem ein Dino-Dorus am Schluss. Aber nur einer. Zum Glück. Während wir davon drei gekriegt haben. Wo wir null hatten. Ja. Wow. Und Müll. Und Müll. Ganz viele bronzener Müll. Außerdem Standard-Quest Midna. Yay. Wir haben gerade eine Mission freigeschaltet, glaube ich. In der es Bomben gibt. Ja, in der wir Bomben freischalten können. Ja. Yeah. Auf geht's. Ja, offensive keine Defensive. Feinde sichtbar. Machen wir erstmal einen Kompass für. Ja, Kompass benutzen. Ring, du hast etwas Verdächtiges entdeckt. Ja. Mein Gott, wir haben keine Kompi mehr. Flöten tröten wir mal wieder. Ja, Offensive, Defensive, kein Blocken. Außerdem Arang-Sieg für Sia. Du solltest ihr Kostüm aber bei Gelegenheit wieder wechseln. Ja. Wenn es Sia jetzt benutzt. Ja. So auf ohne Hut oder auf Hüterin der Zeit. Ja, wäre Hüterin der Zeit. Und man lange nicht mehr gesehen. Was gab's denn hier für Gegner? Ich hab keine Ahnung. Nicht so richtig ist immer relativ egal, weil es ja sowieso eine Offensive, Defensive ist. Ach stimmt. Ist ja sowieso schnell getan. Dann nehmen wir Ruto mal wieder mit ihrem Neonfischkostüm. Ja. Im Abenteuermodus findest du unter Schlachtinfos Informationen zur jeweiligen Schlacht. Ja. Ui. Spannend. Ja. Okay, dann schauen wir mal. Da sind Flammen der Ralfas, meine Wahl war gut. Wasserangriff. Ich kümmere mich um die hier ganz oben. Und du dich mal um die Festung. Okay. Hier gibst du mir eine gefährliche Aufgabe. Dann gucke ich erstmal, dass der Große da vorne nirgendwo hinkommt. Ralfas, der schon so ganz gefährlich in unsere Festung reinflattern will. Wassermarsch! Könntest du bitte sterben? Einer tot. Zwei tot. Feuerreif ist tot. Ja, das sind Steilkinder, die sich schon viel zu nah unserer Festung nähern. Das sind keine Steilkinder, das sind Bockblitz in dieser Mission. Ja. Bom, bom, badadam. Noch drei Feinde. Raus mit euch. Weißt du, wie wagt ihr es, hier reinzugehen? So, noch zwei Feinde. Yay! Yeah. Ja, die beiden Feuerreifers, die jetzt hier unten noch stehen. Killer-Bockblins, die so tatsächlich Material haben fallen lassen. Der Bockblin wurde besiegt. Ja, alle Bockblins wurden besiegt. Die Feuerreifers machen sich marschbereit. Sollen sie das tun? Ich schätze mal, sie werden vorher gegen dich sterben, bevor sie irgendwo ankommen.
Die Boten wurden auf den Weg geschickt, hör mal. Boten? Ja. Weil nicht alles gibt. Ja. Auch die sind irrelevant, solange sie. Solange die Feuerreifers vorher tot sind. So und ist dann erfolgreich. Ja. Yay, eine Feuerschwinge. Alle der Feuerreifers wurden besiegt. Ja. Tja. Ja. Ist euch jetzt klar, wie nutzlos eure Anstrengungen sind? Ist interessant, dass bei dem Hüterin der Zeit-Outfit das Porträt für mit Maske genommen wird. Stimmt, das Porträt ändert sich extra für ohne Maske und ohne Hut. Ja. Aber wahrscheinlich auch, weil wir halt in der Kampagnenmission dafür extra eine hat. Und halt für alle anderen Kostüme wird das absolute Standard-Ding genutzt. Und das allererste. Was halt mit Hut und mit allem ist. Ja, man sollte nur meinen, weil sie ja hier immer einen Hut, aber keine Maske auf hat, hätte man entsprechend die ohne Maske Porträt nehmen können, aber wahrscheinlich zu viel Arbeit. Mhm. Endbild ist ja auch dann wieder Raben. Ja. Gesicht. Ja, eine Feuerschwinge und Feuerwalf aus Leder. Kann man mitleben. So, jetzt, da wir endlich eine Bombe haben, können wir uns wieder in den Weg begeben, in dem wir eigentlich gearbeitet haben. Da oben links bei dem Kraftarmband. Wobei, haben wir den Kompass schon benutzt? Haben wir schon. Gut. Wir schon benutzt. Sehr, sehr schön. Dann. Pluck. Kaboom! Kriegen wir jetzt endlich die Belohnung hier oben. Yay. Was ist das überhaupt für eine Mission? Triforce-Quiz. Das sollte schnell gemacht sein. Ja, ich bin wohl scheinbar auf Ruto. Du bist auf Neonfisch begrenzt. Ja, ich bin auf den Neonfisch begrenzt. Dun, 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 dun. Dann nehmen wir Ganondorf. Tu das. Weil ich vermute einfach mal, dass Lanky und Zelda und Ganondorf unsere Gegner wieder sein werden. Ähnlich wie im letzten Triforce-Quiz. Ja. Elemente! Ja, als das Triforce-Quiz noch die letzte ultimative Mission auf der Karte war. Im Abenteuermodus, ja. Naja, und jetzt ist es einfach so eine Mission zwischendurch. Weil Master Quest! Was war überhaupt unsere Einschränkung? Wahrscheinlich kein Blocken. Vielleicht auch keine Angriffs-Items. Okay, Angriffs-Items sind da, also wird wohl kein Blocken sein. Ich bin wieder Twilight Ganondorf. Rücke Richtung Zielfestung vor. Ist ein Quiz, also keine Gefahren. Also kein Problem. Wasserleiste ein bisschen aufladen. Ja, braucht man ja eigentlich nur einmal machen, dann reicht das für den großen Angriff. So. Ich habe direkt 5-mal Magie gefunden. Das ist sehr schön. Ist auch nett. Das heißt, wenn wir Ganondorf besiegen müssen, kann ich den dann stunnen. Das ist Triforce der Kraft, ja. Das ist Ganondorf direkt als erstes. Magie! Man sieht auch sehr schön den Unterschied zwischen Ganondorf R und Ganondorf mir in diesem Fall. Ja. Ein wunderbarer Kontrast. Aber er nimmt auch so ziemlich viel Schaden, selbst ohne Magie. Ja. Ich hau Magie an. Ja, mach das. Marschierende Fische! Ja. Fische? Ich hoffe mal, ich mach jetzt nicht den Finisher gegen Garaheim. Boom! Einer von uns hat den Finisher, glaube ich, gegen Garaheim. Ja. Ich glaube, du hast gegen Garaheim gemacht. Ich bin zu nah angelaufen. Ich will Garaheim noch angucken. Bam, Ganon Punch! Ist ein richtiger Feind für sie. Ich hab Garaheim angeguckt, sehen wir, was wir alle halten. Yay. Nutzlos, aber yay. Ja. Dann renne nach links. Ja. Der geht zur nächsten Festung, schaffen wir. Ja, für die anderen brauche ich keine Magie sammeln. Da haben wir einen dabei, der elementar vorteilhaft ist. Go, go, Ganon Rangers. Ja, flop, flop, flop. Everybody do the Ruto flop. Zip, besiege Zelda. Fast der Weiße, da vorne läuft's rum. Da fliegt's weg, weil plötzlich eine Welle durchgesetzt wurde. Ja. Go, Achtung, Ganon Wende. Punch. Ich bin gerade im Ganon Punch. Was? Lahm einfach mal quer durch den Raum geworfen. Mach dann gerade mal meinen Spezialangriff. Boom! Das macht doch ordentlich Schaden. Mach nochmal meinen Spezialangriff, das hat so gut funktioniert. Ja. Boom! Boom! Sie kam aus meiner Tsunami-Attacke auch nicht raus. Die Einschränkung ist übrigens keine Heilung. Ah, okay. Ist dann erfolgreich. Ich wollte gerade aus meiner Flasche drücken, um meine Spezialleiste zu erhöhen, aber ist keine Heilung. Ist da noch was Sinnvolles? Powerbomben, yay! Yay! Also nein. Schon mal haben. Dann habe ich ja nur eine Spezialleiste für Lanky Lang. Ich dachte, ich könnte mich sofort wieder hochheilen, hätte sofort wieder Spezialleiste und so, aber nö! Nö! Eben nicht. Nö! Jetzt hier drin vielleicht ein SP-Pots. Nö! Fragezeichen? Nein, Power-Fanghaken. Das war schön, aber leider nein. Dann halt so. Funktioniert auch. Ah, Impa! Bang! Auf. Boom! Und Spezialangriff. Hook. Ja, das hättest du mir sagen müssen, bevor ich den Bell eingesetzt habe. Du hast nur Impa getroffen. Jetzt habe ich Impa getroffen. Ja. Impa wurde gesichtet. Doch schon. Ja. Hat nicht lange gedauert. Boom. Macht Impa überhaupt irgendwas? Ja, doch. Jetzt kommt sie gerade angelaufen. Ah, und macht ihre Großschwert, Wasser, Schild, Dings da, Attacke.
Da sollte man nicht unbedingt die Schwachpunktleiste auf 0 reduzieren. Und du hast den richtigen Feind besiegt. Waffe und... Silber. Nee. Tadadam. Bist du erfolgreich? Wir brauchen noch Brustpanzer. Ich glaube, wir haben im gesamten Spiel 3 Brustpanzer bis jetzt gekriegt. Hier ist das Ergebnis. Du hast alle Fragen richtig beantwortet. Das war wie immer enorm schwer. Ja, das war enorm, enorm schwer. Ja. Weil die Ganondorf und Neon Ruto haben es geschafft. Ja. Yay. Yay. Außerdem Arang-Belohnung, wer hätte es erwartet? Ja. Die war ja auch mal wieder schwer zu kriegen. Ja, es ist zu zweit immer enorm schwer. Wie man merkt. Es ist... Ein Herzcontainer! Damit habe ich gar nicht gerechnet. Nee, so überhaupt nicht. Ja, ne? Und... Sieg! Boom, boom. Ich schieb dich immer so mal ein kleines Stück. Ja. Hast eine schöne Augenfarbe. Ja, sehr hübsch. Und jetzt flopp ich. Jetzt sieht man dich nicht mehr, weil du floppst in der Wand. Flop, flop, flop. Ja, sehr hübsch. Pling! Gott. Ja, 3 Minuten 3 hat's gedauert. Wir haben ein Kraftarmband gekriegt. Ja. Oh, 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 wir haben tatsächlich mal eine bessere Waffe geschickt gekriegt. Wir haben tatsächlich mal eine ordentliche Waffe bekommen. Die erste ordentliche Waffe dieser gesamten Karte. Ja, wirklich Applaus. Ja. Dun, 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 dun. Und in der nächsten Mission können wir wieder eine Bombe kriegen. Wunderbar. Ja. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. See ya. Aloha.